Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Yugi-Tube, zu einem neuen OCG Booster Box Opening. Wie schon angekündigt, werde ich heute das Magician's Force Booster Set für euch öffnen. Da haben wir Brecher magischer Krieger drauf, dann der chaosbeherrschende Magier und den dunklen Paladin. Das gesamte Set besteht aus 106 Karten, davon 69 Commons, 17 Rares, 10 Super Rares und wie immer 10 Ultra Rares. Und den zwei nicht aufgezählten Secret Rare Karten. Gut. Wie immer werde ich diese Box in zwei Teile aufteilen, a 20 Booster Packs. Und dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Ich habe jetzt auch dieses Set mal nur kurz überflogen. Das sind schon mal 10. Und vor allem, es ist auch das dritte Set, welches in Deutschland leider nur in Englisch erschienen ist. Somit kenne ich dann auch die meisten Karten nur durch andere, sage ich mal, Decks, Structure Decks und so. Gut, ein Pack fehlt uns noch. Und dann haben wir schon die 20 Packs wieder vor uns und wie ihr mich kennt, werde ich jetzt so lange die Packs per Hand öffnen, bis ich dann wieder ein Booster Pack habe. Dass wir dann sammeln können und wie es aussieht, hat das gleich beim ersten Versuch sehr schön geklappt. Wie gesagt, das Pack ist noch schön heil, hebe ich mir gleich mal auf und dann zu den ersten 5 Karten. Gut, da haben wir als erstes den pechschwarzen Energiestein. Dann den Namen dieser Karte kenne ich leider nicht, da ich, wie gesagt, das Set nur mal kurz überflogen habe. Dann die amazonische Tigerdame als unsere erste Rare, also die kommt mir dann doch schon wieder bekannt vor. Dann der rachsüchtige alte Magier und das Wappen des Drachenbeherrschers. Also die Sarge-Karte für den Bastard Blader. Gut, und da wir ja schon ein Pack vollständig haben, werde ich jetzt die anderen Packs nur noch per Schere öffnen, dann geht das auch schon schneller. Der Name dieser Karte ist Vereinigter Widerstand. Dann Feuerbestie. Dann Magiekanone oder so ähnlich wie das magische Kanonenroulette. Ach, dann den Namen dieser Karte weiß ich leider auch nicht. Ich denke mal Puppenbeherrscher oder so ähnlich. Dann Topfclown oder Group der Gierclown, so ähnlich dann. Ja, sonst nichts Neues von Rares. Dann sind wir auch schon wieder beim dritten Booster Pack angelangt. Also geht eigentlich wieder ganz schnell. Gut, den Namen dieser Karte weiß ich leider auch nicht. Ich denke mal Angriff führen oder so ähnlich. Dann das müsste die Eis- oder Frostbestie sein. Dann als nächste Rare die auszubildende Magierin. Dann haben wir den kleinen Magierhelfer.
Und mein Körper als Schutzschild. Gut. Ich denke, ich werde die Karten ein bisschen weiter hier hin tun. Dann könnt ihr die auch besser sehen. Dann haben wir den pechschwarzen Drachen, eine von Kaibas Karten. Und ja, ich habe das wahrscheinlich schon gesehen, das Senri-Auge und unsere erste Ultra-Rare ist der XY-Kanonendrache. Oder Drachenkanone. Wow, sehr schöner Pool. Dann haben wir diese Pflanze und um hier laufende Menschen. Also schon mal wirklich ein sehr schöner Pull. Lässt natürlich hoffen auf mehr. Ihr kennt mich ja. Dann haben wir als erstes hier Meteorregen. Dann Angriff des Pechschwarzen. Dann Zauberschild Typ Nummer 8 als unsere erste Super Rare. Auch ein schöner Pull. Dann der magische Händler. Und angegriffene Menschen. Also eine von den drei Karten, die man für diese Vereinigte Widerstand-Fallenkarte benötigt. Dann haben wir hier eine weitere Karte, der Name ich leider nur in Englisch weiß, das ist Benevol Blast oder Blast. Dann der Unionsdrache. Dann das Kaiserkolosseum, eine von Kaibas Karten. Dann der Koitetsu, eine sehr gute Karte zur damaligen Zeit. Und ja, der Widerstand trifft sich oder so ähnlich. Also die letzte Karte für diese Vereinigte Widerstandkarte. Also wir haben jetzt alle drei, ich sag mal, Menschenkarten sozusagen. Oder normale Menschen. Gut, dann haben wir hier verborgenes Kanonengeschütz. Dann irgendwas mit Zombie-Samurai oder so ähnlich, sage ich mal. Dann diese X-Karte. Da weiß ich nur den englischen Namen, irgendwas mit X. Also Rare. Ja, wie gesagt, ich habe das Set mal nur kurz überflogen und kann da leider nicht alle Namen nennen. Dann diese Karte ist der große Angus. Ja. Ihr wisst ja, ich habe die meisten alten Sets nie gehabt, sondern nur ein paar der Anfangssets. Einfach da es damals zu teuer war. Ja. Da muss ich leider sagen, den Namen dieser Karte weiß ich leider auch. Ich denke einfach mal, diese Karte heißt vielleicht irgendwas mit Auswahl oder Auswählen dann. Dann die Zombie-Tiger oder Zombie-Katze. Dann die autonome Maschinenfabrik oder so ähnlich. Dann irgendwas mit Katze oder unglückliche Katze oder so ähnlich. Dann das ist der Aizu. Ja. Wie gesagt, das Set ist auch groß. Und viele Karten sind zum Teil auch doch eher dann so unbekannt. Ja.
da sie nicht so gespielt wurden. Gut, den kennt jeder. Der Riesenorc, damals ein Hammermonster mit 2200 ATK. Ja, dann Gift des alten Mannes, auch bekannt. Dann der Death Koala ist uns eine nächste Rare. Dann der amazonische Paladin. Und die rennende oder laufende Wildente oder so ähnlich. Gut. Dann nächstes Booster Pack. Ja, den Namen dieser Karte weiß ich leider auch nicht. Ich denke einfach, dass mal, dass diese Karte aufeinandertreffen der Rivalen heißt oder so ähnlich. Oh, ja, ich habe das auch schon gesehen. Das nenne ich einfach mal Körperschutzrüstung, diese Karte. Und hier haben wir den XZ Kanonenpanzer als unsere zweite Super Rare. Auch eine von Kaibers Karten. Ebenfalls ein sehr schöner Pull. Gehe ich gleich mal hier hin. Dann die amazonische Blasrohrkämpferin. Und ja, den Namen dieser Karte weiß ich leider auch nicht. Also, wie gesagt, es tut mir auch leid, aber das Problem ist auch, wenn ich in das Wiki gehe, so Yugi o-wiki.de, da sieht man leider bei dem Magician's Force Set nur den deutschen und englischen Namen und leider nicht die Bilder. Ja. Dann, ich glaube, der Name dieser Karte heißt Union Angriff. Dann der zweite Orc oder Second Goblin auf Englisch. Dann Silbermetallrüstung. Und der rachsüchtige alte Magier und wieder das Wappen des Drachenbeherrschers. Gut. Ich bin bis jetzt momentan mit dem Puls eigentlich echt ganz zufrieden. Es sind wirklich ein paar gute Puls dabei. Dann den Namen dieser Karte weiß ich leider auch nicht. Gut, das ist auf keinen Fall die Klebefallgrube, auch wenn das so aussieht. Dann das ist der Vampirbaum. Und der Name dieser Katze ist Katzenohren, den kenne ich noch. Dann wieder dieser komische Puppenbeherrscher oder Puppenspieler. Und der raubende Topf der Gier Goblin. Gut. Dann das nächste Pack. Dann haben wir als erstes hier wieder den pechschwarzen Energiestein. Ja, der Name dieser Karte fällt mir leider auch nicht ein. Dann das ist, glaube ich, die amazonische Zauberwesen oder Zauberproduktion. Dann wieder die Zauberhelferin und der Engkörper als Schutzschild-Zauberkarte. Gut. Vielleicht bekommen wir auch noch die ein oder andere gute Magierkarte. Würde mich natürlich freuen. Dann der Name dieser Karte weiß ich leider nur auf Englisch und zwar Ex-Hunt oder Hosting Spell. Dann wieder die Feuerbestie. Dann den haben diese Karte, weiß ich leider auch nicht. Dann diese komische Pflanzenkarte, dann umherlaufende Menschen und ja. Sind wir auch schon wieder beim nächsten Pack.
Dann verborgenes Zauberbuch, eine der damals besten Karten für die Magier-Decks. Dann wieder diese Zauberkanone. Dann, ich nenne sie einfach mal Boxschlag, also ich weiß ja den Namen nicht. Dann der magische Händler wieder und die angreifenden Truppen, nenne ich sie mal. Eine der drei Menschenkarten wieder. Gut. Wir haben jetzt noch in diesem Pack 5 Packs. Und dann haben wir diesen Part auch schon wieder geschafft. Dann das ist jedenfalls, ich weiß leider den Namen der Karte nicht, aber jedenfalls der Effekt besagt, ich kann mit dieser Karte entweder den dunklen Magier oder Bastard Blader von meinem Friedhof auf meine Hand nehmen. Das ist eine gute Karte für Magier-Decks. Dann wieder die Frostbestie, dann wieder das Sinri-Auge und wieder Koizu und Widerstand formiert sich. Gut. Dann das viertletzte Pack für diesen Part. Ja, diese Karte, denke ich mal, kommt den meisten bekannt vor durch den Reprint im Premium Gold Infinite, aber leider weiß ich den Namen ja auch nicht. Dann der pechschwarze Drache. Dann der Boostschlag oder Dritt. Also Rare, dann wieder dieser unangenehme Zeitgenosse. Dann der große Angus und ja. Drittletztes Pack. Da haben wir wieder diese Karte, dann der Unionsdrache, dann pechschwarzer Angriff, dann wieder die unglückselige Katze und wieder ein Aizu. Dann das vorletzte Pack. Haben wir wieder diesen Zombie-Samurai-Krieger, dann wieder das Kaiser-Kolosseum. Ja, den Namen dieser Karte weiß ich leider auch nicht, also es tut mir wirklich leid. Aber wie gesagt, dieses Set habe ich mir leider nicht kaufen können. Ja, wieder der amazonische Paladin und wieder die laufende Wildente. Gut. Dann das letzte Pack zu diesem Part. Da haben wir wieder das erste wieder Pineapple Blast. Dann wieder die Unionsformatierung und der YZ Kanonenpanzer. Wow! Ich bin überrascht. Also wir haben bis jetzt von Kaibers Monster, denke ich mal, schon von 4 3 Stück. Das heißt, es fehlen uns jetzt nur noch der XYZ-Kanonendrachenpanzer. Dann wieder die amazonische Blasrohrkämpferin und Rüstungrauben und ja. Gut, damit sind wir dann auch schon wieder am Ende dieses Videos angelangt und auch am Ende des ersten Teils. Und ich muss sagen, ich bin mit dem Puls wirklich sehr zufrieden. Vor allem bin ich von diesen drei Karten sehr überrascht, da wir sie bis jetzt alle in den ersten 20 Packs gezogen haben. Und ja, wow. Dann würde ich wie immer sagen, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da oder auch ein Abo. Und wie immer für sonstige Fragen oder Anregungen
Könnt ihr mir immer gerne in die Kommentare schreiben. Und besucht auch gerne meine Facebook-Seite, wenn ihr auch gerne mit noch anderen Infos rund um meinen Kanal, Projekte und Yu-Gi-Oh! Informiert werden wollt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im zweiten Teil und ja, bis gleich, euer Card Collector 116.